So, wir haben eine schwierige Situation. Der Ball liegt sehr dicht an der Bunkerkante, fast unterhalb der Kante. Wir wollen auf die linke Fahne spielen. Und der Daniel, der circa 3 Monate Golf spielt, wir haben wirklich viel Bunker trainiert und die richtigen Bunkerschläge kommen, aber jetzt wollen wir die schwierigen Lagen trainieren. Und das kommt oft vor. Und Daniel, kannst du bitte den Stand einnehmen? Ich werde durch die Sachen gehen, die wichtig sind. Viele Leute versuchen, den Hang hoch zu schwingen. Und was ich immer finde bei dieser extremen Situation, ist, wenn man einfach gerade steht. Okay, so. Wirbelsäule gerade, nicht die Schulter den Hang anpassen, sondern gerade so wie du jetzt bist. Die Ballposition sollte mittig sein, ja, fast ein bisschen rechts von der Mitte, weil man automatisch so viel Gewicht auf der rechten Seite hat. Und die Hände bitte, Daniel, mehr in der Mitte. Ja, genau, so. Die Hände sind da und Schläge ist da. Wir wollen ja gar nicht schaukeln. Der Daniel wird dann denken, dass sein Kopf meine imaginäre Hand nicht berührt. Und er wird einfach steil. Und wenn ich steil sage, meine ich gerade zurück, würde er schwingen und dann wieder gerade runter. Ja, und das war's. Und wirklich auf einen Punkt. Ja, knapp hinter dem Ball aufsetzen, schauen und dann auch da schlagen. Okay, Daniel, viel Glück und schauen wir. Du brauchst ein bisschen Kraft hier, stiller Kopf und du darfst schlagen. Also, ja, hervorragend. Wie findest du den Schlag? Okay, ja, also. Ja, ich denke, wir können alle davon lernen. Bitte, die Hauptsache ist, gerade zu stehen und nicht nach hinten zu kippen. Viel Kraft und dann kann sowas passieren. Danke, Daniel. Und vielen Dank fürs Zuschauen.